Ja, guten Tag wieder mal. Ich möchte heute etwas über die Hauptmenü-Einstellungen oder Hauptmenü, über das Hauptmenü im Game euch etwas erzählen, das hauptsächlich hier oben zu finden ist. Zum einen haben wir den Kronenshop, bei dem wir uns mit Kronen Sachen einkaufen können. Das seht ihr die Kategorien auch selber. Will ich nicht zu weit eingehen. Ihr müsst einfach wissen, wo man die öffnen kann. Wie gesagt, das Video ist auch nicht für Pro-Spieler gedacht, sondern eher für Anfänger, da ich eben meinen Freunden alles zeigen will. Wenn ihr was gekauft habt, könnt ihr eure Kisten hier zum Beispiel öffnen oder auch gleich hier mit T-Kisten kaufen. Dann haben wir eben noch unseren Inventar, der halt angezeigt wird. Habe ich sich auch schon mal gezeigt, die Gegenstände und alles Zeugs, Währung und die einzelnen Kategorien, unter denen ihr suchen könnt, auch eben direkt mit dem Namen, um den Gegenstand zu suchen. Dann C, den Charakter. Hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, euren Titel einzustellen. Hier seht ihr nochmal eben, wie gesagt, eben zu welchem Pakt ihr gehört, euer Name, welche Rasse, welche aktiven Effekte ihr anhabt. Die Fertigkeit, die ihr verwenden könnt, zum einen die Fertigkeiten eurer Klasse, zu den Waffen, die ihr hochskillen könnt, zu euren Rüstungen, die ihr anziehen könnt, also leicht, mittel und schwere Rüstungen, immer die ultimativen Fähigkeiten oben zu sehen. Auch bei der Klasse. Und dann haben wir noch die Skills zur offenen Welt darunter zu sehen. Man kann zum Beispiel mit den flinken Fingern die Chance erhöhen, die Maus Taschen zu stehlen und so weiter. Schieber, Schlosser, aber eben lest es euch auch durch. Ihr müsst ja dann wissen, was ihr angeklickt habt und wo es euch was bringt. Ihr könnt da nicht einfach auf mich sehen. Ich habe auch nicht immer die beste Skills gewählt. Zur Seelenmagie. Dann in der Gilde. Kriegergilde, Magier Unerschrockene, Dunklen Bruderschaft und zur Teamsgilde, die ihr beitreten könnt. Der beitreten könnt ihr die Skills hochskillen und dann eben später verwenden. Im Allianzkrieg könnt ihr dann eure Fertigkeit auch verwenden oder von dort. Dann euer Volk, das ihr gewählt habt, ist sehr zu empfehlen, dass ihr das auch von Anfang hochskillt, weil für das habt ihr ja das Volk auch gewählt, um diese Fertigkeiten dann zu haben. Wenn ihr da auch beim Erstellen eures Charakters durchgelesen habt, was der an euch gibt. Dann haben wir eben die Künste, die man hochskillen kann, gehe ich auch nicht zu tief rein. Lest es euch durch, was bringt. Dann die Champions-Punkten, die Verteilung. Wir haben da sozusagen drei Hauptrichtungen mit jedem seinen, sag mal, Turm. Ist seit den Updates auch wieder geändert worden und da schaut lieber Tutorials von anderen Leuten an, wie ihr euch das skillt. Aber das muss eben, wie gesagt, je nachdem, wie man spielt, müsst ihr das wissen. Ich kann mir zum Beispiel die Verteilung mit einem Punkt, wenn man neue Champion Level erreicht hat, einen Punkt setzen, mit R bestätigen, dann wird dieser auch aktiviert. Und dann sind wir auch im Blauen, also beim Ritual, der Atronach oder der Lehrling kann noch geskillt werden. Ich für meinen Tank habe jetzt Lust, ja, vielleicht mal ja, ein bisschen Schaden über Zeit, weil mein Tank da auch echt viele Skills drin hat. Ja, müsst ihr eben selber wissen, wie ihr das einstellt. Dann haben wir das Tagebuch, das ich auch schon erklärt habe, einzeln. Die Sammlungen. Das Aussehen, eben da könnt ihr euer Aussehen ändern. Die Einrichtungsgegenstände, die ihr habt, die Helfer, eure Andenken, die ihr auch in die Schnellleiste reinziehen könnt, die Reittiere, die ihr verwenden könnt, eben wenn nicht das
haben wollt, was ihr sonst immer habt, sondern mal ein anderes oder respektive ein anderes, was ich gerade habe. Euren Begleiter auswählen. Ihr könnt da nochmals bei den Erzählungen sehen, was es da so alles Neues gibt. Wohnen. Ja, da könnt ihr zu eurem Haus oder eben ich zu meinem Gästezimmer reisen. Dann, ja, die Karte kennen wir schon. Die Gruppe habe ich auch schon mal gezeigt. Freunde, dasselbe spiele ich auch. Hier einfach vielleicht noch zum Spielerstatus, offline, online und so weiter. Dann die einzelnen Allianzen sortiert. User-ID nach Namen sortiert, nach Ortschaft sortiert, nach Klasse sortiert oder nach Champions-Punkten sortiert. Ignorierte Spieler könnt ihr euch anzeigen. Die Gilde, auch Mitglieder, welche Mitglieder das gerade online sind. Die Ränge, die euer die einzelnen Ränge, die aufgelistet sind und welche Rechte sie haben. Dann die Aufzeichnung in der Gilde, da wird alle Aktivitäten über die Gilde angezeigt, die Mitglieder und so weiter von denen. Auch zur Bank wird da Sachen angezeigt, bei Verkäufen oder zu Verkäufen gibt es noch einige Anzeigen und zum Allianzkrieg. Zum Allianzkrieg hier ein paar Sachen erzähle ich euch nicht, ins Detail, kenne ich auch nicht komplett aus, weil ich da eben erst anfangen werde. Welcher Kampagne man beitreten will, also man kann sich eine als Handkampagne setzen. Ich habe jetzt die 7 Tage ohne Champion als Handkampagne mir gesetzt und als Gastkampagne könnte ich jetzt noch hier Fivik nehmen. Auch unten zu sehen für das Setzen mit R und F. Die Nachrichten, die man eben bekommt und das Senden, was ich auch schon gezeigt habe. Benachrichtigungen, die er bekommt von den Gilden etc. Eine Hilfestelle, die geöffnet wird mit allen möglichen Informationen. Man kann auch den Kundendienst aktivieren und Aktionen ansehen. Tja, zur Harvest Map habe ich schon sehr lange mich angeschaut. Habe ich es mal gebraucht. Ja, hier sieht man vielleicht noch alle möglichen Sachen, die ich schon gefunden habe. Auch mit den Addons wird dann das angezeigt. Ja, dazu kann ich eigentlich nicht so viel sagen, will ich auch nicht. Zu den Ends eben ein extra Video dann selber später noch. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.